Schiffsjocke. Deutschland aus Deutschland, Antonia Dobermann. Die Tschechen wären von Serbien, Jana Czeksin-Karova. Number 22, Emilina Kitzier, de la France. Die Junior World Champion aus Österreich, Laura Stiel. Number 24, Teresa Saskova. 25, Raquel. Hayley Batten mit Laura Stigger und mit Luana Lecon. Komm, Ronja! Komm, Ronja! Hopp, hopp, hopp! Auf, Ronja! Jetzt Luana Lecon. Also, da hat sich Nicole Connor ein bisschen lösen können aus diesem Trio. Und Ronja Eibe. Wieder ran. Problem. Auf Ronja, richtig geil. Weiter. Komm, 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 komm. Auf jetzt Ronja, komm. Lena Mora, da dort werde ich fahren und dann natürlich in 5 Runden die deutsche Probleme, die mir gerade noch mal gesagt wurde, aber sie bleibt hinter. Wir gehen hier weiter ums Podium. Record and the big 16, Giorgia Marchetta from Italy. Last year it was. Im Moment, wie gesagt, drüben am einen dicken Applaus für Laura Stigger. Sie biegt jetzt in die Schwere aus Kurve 1 am Shimano Truck. Und jetzt geht's auf die Zielgerade. Und auf Platz 2 Ronja Eibe, die deutsche Meisterin. Zum zweiten Mal hier Meister auf Platz 2. Aber erstmal Applaus für die Siegerin. Laura and now the German national champion, Ronja Eibe. Jetzt war in Ruhe, aber das war sau stark. Gratuliert ihr als Trainer. Ja, Herr Massindlinger, tolles Rennen von der Ronja. Was sagen Sie zu ihr? Was ich beobachtet habe, dass sie einfach sehr, sehr nervös, sehr verkrampft war. Dann hat es Probleme mit der Schaltung gegeben. Sie hat sich so ab Runde 4 etwa einigermaßen gefangen und hat natürlich dann in der vorletzten Runde bereits, so habe ich das Gefühl gehabt von der Körpersprache her, eigentlich deutlich besser ausgesehen. Und letzte Runde ist sie noch mit einer halben Minute Rückstand auf Platz 2 hier durch Start und Sieg gegangen. Ich habe ihr zugerufen, probier's nochmal. Ich dachte eigentlich fast nicht, dass es noch reicht. Gut, dann kam sie hier runter beim ersten Mal, praktisch zusammen mit der Hayley Batten. Und da sah ich sogar noch eine Chance, auf 1 zu kommen. Aber gut, mit dem Druck und mit dem Drumherum und alles wunderbar, das Rennen ist super verlaufen. Sie hat es super gemanagt. Ja, tipptopp. Eibe! Presenting Flowers and Trophy. Die Siegerehrung geführt durch der Oberbürgermeister der Stadt Altstadt, Klaus Konzelmann. Heute ein ganz tolles Rennen von der Ronja Eibe. Was sagt denn da die Mama dazu? Mega stolz für die Leistung. Es sind viele Stürze in der ersten Runde gewesen und trotzdem hat sie sich immer wieder aufs Neue nach vorne gekämpft. Also Hut ab für die Leistung. Bin ganz mega stolz. Und was war in der letzten Runde los? Da hat sie ja richtig den Turbo noch zugeschalten. Ja, ich denke mal einfach, da hat sie den Kopf frei bekommen und dann ging es nur noch ums Gewinnen und zu zeigen, den Leuten zu zeigen, was in ihr steckt.